Ran in my pocket, a million on deck. Ran in my pocket, a million on deck. Ran in my pocket, a million on deck. Top down, bass cranking on some other tip. Chicks following behind and I'm loving it. Grinding 365 cause I love to flip. Rhymes designed to rewind the manuscript. They be like, dang, he ripped. I didn't see it coming. I didn't know you had the flow like a river rushing. That's when she started blushing, telling me she need a husband. I ain't got no time for all that. I gotta keep hustling. Long as my... Last lap, Doivel's BMW blew up, and home to victory roared Chris Vincent and Eric Bliss on their BSA Watsonia. The first sidecar TT to be won by a British outfit since 1954.
nötiger Spanne war das Training für 14.30 Uhr angesetzt. Der Wettergott meinte es gut, als die Fahrer ihre Maschinen vorzogen und die Strecke war größtenteils trocken. Werner Schwarzel schickt noch einmal einen sorgenvollen Blick gegen den Himmel und hier sehen wir bereits Bernd Müller als Beifahrer von Neumann, Bernd Müller vom MSC Bielstein Drabender Höhe, er wohnt in Weiershagen. Haller aber bereitet auch mit Sorgfalt seine Krauser BMW diesen technischen Leckerbissen als Vierventiler sehr sorgfältig vor. Sein Beifahrer Haselbeck und der schwarzlockige Siegerländer, wer kennt nicht Siegfried, schaut zu. Dann die Hubacher mit seiner Vierzylinder Yamaha, Startnummer 24. Maschine an den Start, Aro 500. Das englische Team Odell Kennis und auch Luttringhauser mit einer Krauser BMW und das ist der Motor der Maschine von Ted Jansen. Wenn er den Drehgasgriff betätigt und die Schieber gehen hoch, kann man den Ventilen fast vor das blanke Gesäß schauen. Rolf und Sepp in der letzten Vorbereitung. Das also sind im Jethelm die Männer vom Erzquell-Team. Und wenn man beim Training meint, es wäre soweit, dann muss man halt immer noch ein klein wenig warten. Schilling-Gundel, auch sie fahren eine Teppichmaschine. Und der englische Beifahrerin des Schweizers Rudi Kurt, es ist Dan Rove. Eine Frau, die mit einem enormen Elan und mit einem großen Einsatz immer wieder ans Renngeschehen rangeht. Hier sieht man sie bereits in Aktion. Hier ein paar schicke Einblendungen in Zeitlupe.
Spannfahrer im Rennen, demonstriert von Siegfried Schauzu mit der Helmkamera. Zum Rennen heute. Werner Schwärzel und Andreas Huber aus Meisenheim und Oberkirch belegten einen guten dritten Platz. Vielleicht können Schwärzel-Huber in naher Zukunft die großen Erfolge an sie anschließen. Michael Burkhardt war auf dem Hockenheimring auf dem Siegertreppchen mit dabei, zusammen mit seinem französischen Fahrer Alain Michel. Er gewann die Gespanngasse. Die Nummer 1, der Titelverteidiger aus England, Jack Taylor, mit seinem Beifahrer Bengt Johansson aus Schweden, wurden diesmal Zweite. Doch nun zurück zum zweiten Rennen von Toni Mann. Im vollen Gang. Im Gespannkrimi. Werner Schwärzel sitzt hier fast ruhig gelassen, aber trotzdem voll allgespannter Konzentration am Rande der Piste. Und alles bereitet sich noch einmal auf den Start vor. So auch der junge Schweizer Bieland, von dem wir hinterher noch einige sehen können. Rolf heißt er mit Vornamen. Fotoreporter umdrängen immer wieder die Stars der Rennpiste. Rolf Steinhausen als Trainingsschnellster auf dem linken Flügel der ersten Startreihe. Daneben Schwärzel und da bereits das Zeichen, eine Minute, noch 30 Sekunden bis zum Start. 30 seconds to go und Start! Sich an der Spitze der Schwarzwälder Werner Schwärzel und unser oberbergischer Pilot Rolf Steinhausen ein erbittertes Duell geben, ist es der Leverkusener Heinz Thewissen, der als Schlusslicht Runde für Runde das Feld vor sich her jagt.
Zumindest so lange, bis dass wir ihn später noch an den Boxen stehen sehen. Die Sicherheitszone wird hier in der Tschechoslowakei vom Militär abgeschirmt. Auf der Ziellinie wieder einmal Werner Schwerzel vor Rolf Steinhausen. Oliver in seiner einmaligen Boxenarbeit rechnet die Distanzen zu den Mitkonkurrenten aus. Werner Schwerzel bleibt weiter vorne. Rolf Steinhausen mit nur ca. 10 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Aber dort kommt bereits ein weiteres Gespann auf. Seitenwagenmaschine. Dieses bunte Bild erfreut die Zuschauer immer wieder. Wir sehen noch einmal den Start in der Zeitlupe und werden sehen, dass ganz rechts mit der Startnummer 1 die Weltmeister auf den Wieland Waltersberg aus der Schweiz kommen hier am besten weg. Und Wieland Waltersberg führen auch in der laufenden Weltmeisterschaft mit 60 Punkten vor Schwarzelhuber aus der BRD auf Platz 3, Streuer und Schneiders, die Training zweiten mit 34 Punkten. Wieland Waltersberg fuhren hier die schnellste Trainingszeit und lag mit 172 km weit über der Rundenrekordzeit des vergangenen Jahres und somit dürfen wir auch in diesem Jahr von Rolf Wieland und Kurt Waltersberg eine neue Rekordrunde erwarten. Man könnte fast meinen, die tollkühnen Männer mit ihren wackeligen Kisten, so sieht das hier aus, aber diese Seitenwagenmaschinen sind, wenn man so will, fast technische Meisterwerke. Aber zur Technik kommen wir im Laufe des Rennens noch einmal zurück. Nun geht das bunte Peloton hinein in dieses Kurvenlabyrinth. Und das ist nicht einfach. Und Wieland Waltersberg nur auf Platz 4. Die Startnummer 8 ist vorn. Streuer Schneiders aus den Niederlanden auf einer LCR, die zweitbeste Trainingszeit fuhren. Dahinter dann die Startnummer 5, das sind Schwarzenhuber aus der BRD, die ein Yamaha-Triebwerk haben, genau wie Wieland Waltersberg. Seitenwagengespanne sind durch die Farina-Kurve besonders schwer zu fahren. Der ständige Wechsel der Beifahrer, Sie sehen es hier mal links, mal rechts, durch kluges Gewichtsverlagern können Sie hier entscheidenden Anteil haben an Verlust oder Gewinn von Zeit. In dieser Zeitlupeneinstellung deutlich zu sehen, wie auch der Mann im Seitenwagen hier ackern muss. Logischerweise hier unmittelbar hinter dem Fahrer. Und gleich haben sie die erste Runde beendet. Spitzkehre unmittelbar vor dem Start und Ziel. Und nach der ersten Runde wollen wir, soweit als möglich, hier die Reihenfolge für Sie notieren. In der Regel ist das
Fahrgestell auch neu in diesem Jahr, nämlich ein Monoquet. Und das wiegt ca. 185 Kilogramm. Ja, dann noch kleine technische Schmeckerchen hinzu, die sage ich Ihnen noch. Die zweite Runde nehmen wir erstmal wieder mit und wollen die Reihenfolge am Start und Ziel. 8, 4, 2 und 5. Also hier gab es doch eine ganz enorme Verschiebung. An der Spitze weiterhin Streuer Schneiders aus den Niederlanden, aber auf Position 2 jetzt Jones Ayer. Dahinter dann mit der Startnummer 2 Michel Bocard und Schwarze Huber nur auf der vierten Position. Fünfter dann Steinhausen Hahn. Sechster Kumano Takashima, Japaner. Und siebente Bodick Burke, die Engländer. Schneider ist ein sehr gewandter Beiwagenmann. Auch hier hervorragende Kurvtechnik zu bewundern bei Jones und Ayers. Ich bewundere immer den Mut der Beiwagenleute, die sich hier wirklich weit aus dem Beiwagen herauslehnen, schwerste Arbeit zu leisten haben und maßgeblichen Anteil über Erfolg und Misserfolg haben. Ja, diese Motoren drehen sehr hoch, wie gesagt, 12.500 bis maximal 13.000 Umdrehungen. Und einige Yamaha-Triebwerke haben eine ganz besondere Technik. Eindrucksvolle Zeitlupenstudie der führenden Holländer, Streuer Schneiders. Und hier sehen Sie, welche Funktion der Mann im Seitenwagen hatte. Sie sahen, ganz kurz hob der Seitenwagen an, ganz weit hinaus musste sich da Schneiders legen, um die Maschine auf Kurs zu halten. Runde ist gleich beendet und da gibt es einen Reifenschaden bei den Führenden. Können Sie das aussteuern? Gefährliche Situation und gleich wird es hier in die Boxen gehen. Schade. Streuer Schneiders haben einen Michel Bocard, Sie fahren auch ein Yamaha-Triebwerk. Schwerstarbeit. Schwarze Huber kommen näher. Schwarze Huber wollen den vollen Erfolg. Ja, da hatte der Mann im Seitenwagen Schwierigkeiten drin zu bleiben. Auch das gab es hier beim Training. Monin Girard, die Schweizer fahren ebenfalls ein Yamaha gespannt. Spitzenreiter der Farina Kurve. Oh ja.
Soldaten, die Huber setzen alles auf eine Karte, das ist zu merken. Sie wollen es jetzt packen, in dieser vorletzten Runde. Es ist auch hohe Zeit. Will man den Oh ja, das wird noch spannend. Hier wird noch ganz hart zur Sache gegangen. Platz 4. Michel Burkhardt sind nur noch auf Platz 2. Schwärzel Huber sind vorbeigezogen. Wie angekündigt in der Farina-Kurve. Aber noch sind Michel Burkhardt nicht geschlagen. Entscheidende Kampf vor Start und Ziel. Noch sind Schwarzel Huber vorn, aber an ihrem Windschatten klemmen Michel Burkhardt. Na, sie werden schwer haben und kaum schaffen. Hier ist es kaum möglich, noch vorbeizukommen. Schwarzel Huber gewinnen also vor Michel Burkhardt auf Platz 3. Noch einmal wird hier hart zur Sache gegangen. Michel Burkhardt schaffen. Angesetzt wieder nicht. Gelingt es jetzt doch noch? Sind vorbei. Jawohl. Michel, der Frank steuert sein Fahrzeug an Schwarzel Huber vorbei. Sieger Michel Burkhardt, zweiter Schwarzel Huber, aber. Brand in my pocket, a million on deck. Brand in my pocket, a million on deck. Brand in my pocket, a million on deck. Top down, bass cranking on some other tip. Chicks following behind and I'm loving it. Grinding 365 cause I love to flip. Rhymes designed to rewind the manuscript. They be like, dang, he ripped. I didn't see it coming. I didn't know you had the flow like a river rushing. That's when she started blushing, telling me she need a husband. I ain't got no time for all that, I gotta keep hustling. Long as my people struggling, I raise the flag up. Take off them handcuffs, baby, let's get these grands up. We started from the bottom, now it's time to stand up. Let me see those lighters, my riders, and twist your fingers up. Now is you ride or die, gangster?